Also die Konstellation ist gut. Das Einzige, was wir jetzt noch brauchen, ist wirklich der Bogen. Dann haben wir den Blade Master Bonus. Ansonsten müssen wir uns eigentlich um nichts mehr kümmern jetzt. Lass uns jetzt den Damage mal angucken. So, Breakday. Kubik, mit der Elementar-Kombo. Guck mal, wie Butter. Wie Butter fetzen wir da durch. Okay, es geht los. Hier wird nichts umbenannt. Konzentration. Zickzack. Let's go. Startposition. Alle kommen dann an den Kreis. Und wieder ein Pike. Oh mein Gott. Bestes Item, schlechtester Champion. Bestes Item, schlechtester Champion. Um eine zweite Spatula zu bekommen, müsste ich jetzt absichtlich verlieren. Okay. Und ich glaube, wir probieren das mal. Wir gehen jetzt mal absichtlich am Anfang in die Loser Queue. Versuchen uns erste Runde zu verlieren. Wie machen wir das? Indem wir einfach zu wenig Champions aufstellen. Dazu dürfen aber auch dazu dürfen auch keine Champions hier unten sein. Mal gucken. Bin mir nicht ganz sicher, ob wir das machen, ganz ehrlich. Mal gucken. So, jetzt kommt die entscheidende Free-Phase und eine zweite. Ah, Leute, ich muss Fiora upgraden. Geht nicht anders. Ich muss sie upgraden. Die Frage ist jetzt, ob wir einfrieren. Weil, wenn ich jetzt nicht einfriere, gehen wir in der nächsten Runde mit zweimal Darius raus. Wenn ich jetzt Darius kaufe. Das ist das Problem. Und ich riskiere dann die Runde nicht zu verlieren. Die erste. Versteht ihr, wie ich meine? Bisschen wirr gedacht, ich weiß, aber ich darf die nächste Runde halt nicht gewinnen. Schwierig. Machen wir das so, oder? Wir frieren ein. Komm, wir frieren ein. Okay, bin mal gespannt, was passiert. Icons of Moin, Icons of. Hallo, endlich bist du mit TFT live. Was hast du bei dir Woche gemacht? Also gut bei dir? Iconsoft, zuerst einmal. Vielen, vielen lieben Dank für dein Feedback auf YouTube. Das ist so geil. Iconsoft, hast du einen Instagram-Account? Ich würde mich gerne nochmal bei Instagram auch nochmal dafür bedanken. Weil das war echt ein Oberhammer-Feedback. Ja, die Runde verlieren wir. Sehr gut. Wir wollten das eigentlich auch. Trotzdem wäre es gut, wenn wir eh noch killen. Genau, GG. Würde mich gerne dafür bedanken. Und ich werde das auch alles umsetzen, was du gesagt hast. Mega geil. Ja, die Woche hatte ich viel zu tun. Drei Vayns, Leute. Ich muss das kaufen. Aber ich werde sie nicht spielen. Gekauft, aber nicht gespielt. Obwohl, wir haben noch Zeit, ne? Werden sie diese Runde spielen? Diese Runde werden wir sie spielen. Diese Runde werden wir sie spielen. Und dann tausche ich aus gegen den zweiten Darius. Damit wir echt keinen Bonus kriegen. Obwohl, eigentlich habe ich 96... Unsere Poesie ist gar nicht so schlecht. Wir sind relativ weit unten. Guck mal, Dave ist ganz unten. Der will mir das Spatula wegschnappen. Dave ist ganz unten. Er hat dieselbe Strategie wie ich. Ah, das ist natürlich ärgerlich. Freezen jetzt. Freezen. Also, Losing Streak brauche ich jetzt. Ich spiele jetzt auf Losing Streak. Okay. Und ich bin immer noch über Dave. Dave letzter, ich vorletzter. Ich hoffe, dass im Karussell mir der Dave nicht das Spatula wegschnippt. Hast du gehört, Dave? Out what I've become. Juhu, Can, moin, viele Grüße an dich. Schön, dass du da bist. Vielen lieben Dank für deinen Resub und Tröte geht raus. Can, schön, dass du da bist. Tröte geht raus, wie geht's dir? Wie geht es dir? Und spielst du schon TFT? Wenn du mitmachen möchtest, Ausrufezeichen Play, komm gerne rein. Wir spielen heute das allererste Mal auf dem EU-Server, ganz offiziell. Gucken, was hier so geht. Wir haben jetzt erst zwei Runden gewonnen. Mega nice, aber das war natürlich auch irgendwo sicherlich Luck dabei. Zwei Runden gewonnen, holy shit. Wir versuchen jetzt diese dritte Runde eine komplette verrückte Strategie, und zwar zu verlieren und die Spatula zu kriegen. So, und jetzt ist die entscheidende Runde. Vayne, nicht so viel ballern jetzt.
Oh mein Gott, Vane macht noch diese Runde. Ich drehe komplett durch. Nicht gewinnen, Vane! Die kriege ich niemals jetzt, die Spatula. Niemals. Da ist die Spatula oben. Seht ihr das? Die Spatula ist da oben. Kriege ich niemals. Brave Dave zieht los. Holt sich nicht die Spatula. Vielleicht kriege ich sie noch. Oh mein Gott, vielleicht kriege ich sie noch. Schnell. Leute, der Plan ist aufgegangen. Losing Street hat zwar nicht ganz funktioniert. Eine Runde gewonnen aus Versehen. Aber wir haben auf dem viertletzten Platz relativ früh picken können und haben damit die Spatula bekommen. Geil. Das bedeutet, was machen wir jetzt mit der Spatula? Die Spatula geht auf Fiora. Fiora wird dann mit zwei Spatulas diese Rüstung bekommen. So, also. Sie verkaufen. So, und jetzt. Vorsicht. Spatula auf sie drauf. So, und jetzt haben wir Force of Nature. Genau, Force of Nature. Das bedeutet, mit Force of Nature, dass wir diesen machen können. Ein Champion mehr auf dem Feld. Nur durch das Item. Mega overpowered ist. Diese Combo ist mega overpowered. Mega overpowered. Ich hab jetzt... Ne, ihr werdet es gleich sehen. Ja, ich bin jetzt ein Level niedriger als er hier. Ich hätte sogar nochmal einen raushauen können. Machen wir wahrscheinlich auch gleich. Hätte ich sogar machen müssen. Habe ich sogar gepennt. Ich hätte auch noch upleveln müssen und noch einen zweiten raushauen müssen. Ja. Hast du wieder von mir bekommen, Red? Ja, du hast gesagt, Red, dass ich aufhören soll mit YouTube. Lass die Scheiße endlich sein. Auch ein gutes Feedback. Nee, Quatsch. Jetzt. So, jetzt geht ein zweiter Ranger raus. Ich überlege nur gerade. Genau, das ist die Ash. Okay, wir könnten natürlich auch Varus. Ne, wir lassen das so. Er geht hier hin, er geht da hin. Und sie geht da hin. Und sie werden verkaufen. Okay, GG. So, Brave Dave, jetzt wird's interessant. Weil er hat jetzt eine Carry Tristana hinten und ich habe einen Champion mehr durch das Doppel-Spatula-Item. Gucken wir mal, wie viel das ausmacht. Und es macht was aus. Seht ihr das? Es macht gut was aus. Es macht richtig gut was aus. Wir haben Ranger-Bonus, Noble und Knight. Und das alles dank eines Champions mehr. GG. Der hat, glaube ich, keine Chance. Wir werden jetzt sehen, wie sich das jetzt hält im Laufe der nächsten Runden. Varus steht schon in den Startlöchern. Wir könnten auch Chen. Wir brauchen nämlich auch die Blademaster-Kombo später. Eventuell, ist nicht sicher. Scrollen ein bisschen durch. Chen lassen wir erstmal draußen. Morde. Okay. Truppen ein bisschen neu anordnen hier. Ihn sogar dahin packen. Okay. Okay. Insta ist privat, aber über Twitter kannst du mich auch kontaktieren. Schön, wenn ich deine Punkte geholfen habe. Sehr Iconsoft. Dankeschön. Ich kam nur nicht drauf, auf YouTube zu antworten. Werde ich mir dann, Twitter oder auf Twitter. Okay. Komm noch ein Bogen. Schade. GG. Und Basta haut nochmal zwei Keys raus. Basta, was ist das für Keys? Ein Key, ne? GG. Hey, alles gut, nee, ich spiele kein TFT. Irgendwie ist das nichts für mich, also ich verstehe auch noch nicht so viel. Okay, schade. Schade, ich bin mega gehypt schon auf das Spiel. Ich bin so schlecht eigentlich, auch muss man sagen. Ich konnte in der PBE-Phase kaum spielen. Ich habe immer versucht, mich einzuloggen. Es ging ultra schwer nur. Also fast gar nicht. Es war echt schwierig. Heute der erste Tag auf dem EU-Server, ganz offiziell. Und ich sagte, die Runden machen einfach direkt Laune, ne? Das ist richtig geil. Aber es braucht noch ein bisschen Einarbeitung. Ich habe so ein bisschen Strategien und Taktiken zusammengefasst für den Anfang. Wenn man so ein bisschen ein, zwei Dinge beachtet am Anfang. Zum Beispiel die Start,
den Start-Champion. Ihn dann kombiniere mit einem zweiten, dass man eine schöne Tank-Kombo hat. Und dann erst die Damage-Dealer aufbauend auf den Tanks. Dann ergibt sich sehr schnell ein Flow in dem Spiel, wo man nicht viel überlegen muss. Wo man wirklich durchscrollen kann und schön auch seine Konstellation aufbauen kann, ein bisschen ausbessern kann. Und dann im Laufe der Zeit kann man die dann immer weiter verfeinern und ein bisschen abändern und neue Nuancen kennenlernen. Und das geht super leicht mit der Knight oder mit der Brawler-Kombo. Also am Anfang Knight nehmen oder einen Brawler, den ausbauen, darauf die Damage-Stelle aufbauen. Das ist super easy. Habe ich genauso gemacht. Hat mir persönlich mega geholfen, am Anfang durchzustarten. Weißt du, was ich meine? Das war echt nice. Garenov 2, GG. Ja, den Morden nehmen wir noch mit für später. Darius kommt dahin. Die Vayne bleibt da. Fiora bleibt da. Vayne und Fiora tauschen wir noch unter Barison. Okay. So, wen haben wir? Yogi-Zuppe jetzt am Start. Yogi-Zuppe, mal gucken, was er gemacht hat. Yogi-Zuppe, schöner Garen vorne da. Aber es ist viele Stufe 1 Charaktere hier noch. Darius, zweiter Darius, geht auch down. So, jetzt kommen die Stufe 2 Charaktere. Sein Garen macht Ultra-Damage und killt mich. Schön gespielt. Fiora ist down. So, mein Darius. Komm, Darius, noch eine Ulti raushauen. Ey, das Glück jetzt mit dem Nobelbonus. Ja! Haut noch zwei Gegner raus. Oh mein Gott, vielleicht schafft das noch. Oh mein Gott, vielleicht schafft das noch. Ja, und jetzt der Endkampf. Graves gegen Darius. Und er schafft es, Darius. Zieh ihn weg. Zieh ihn weg. Oh mein Gott. GG, oh Gott, super. Zurück, Digga, raus für dich. Schön gespielt. Schön gespielt. Aber mega close. Mega close. Ja, Joghurt. GG. Schön gemacht. Ah, schön gemacht. Richtig gut. Das war richtig nice. Ah, ich dachte, ich krieg dich noch. Holy Macaroni. Ich dachte, ich kriege ihn noch. Okay, in Varus. Damit haben wir Varus auf 2 und tauschen ihn gegen die Ashe. Oh, hat der Tausch noch gereicht? Ja, Ashe ist draußen, GG. Gereicht. So, wir müssen jetzt irgendwas verkaufen. Es wird wahrscheinlich die Fiora. Verkaufen wir beide Fioras. Wir brauchen Fiora erstmal nicht. GG. Okay. So, jetzt habe ich vergessen, was ich brauche. Lol. Leute, bevor so eine Karussellrunde kommt, immer dran denken, was ihr braucht. Da oben ist ein Darius mit Spatula. Da oben ist ein Spatula, Darius. Leute, Darius und Spatula. Das Ding ist, brauche ich ihn eigentlich gar nicht unbedingt mit Spatula. Doch, man braucht ihn mit Spatula. Komm, komm, komm. Zweite Spatula geholt? Nee, dritte Spatula geholt, dieses Game. Dritte Spatula geholt. Dritte Spatula. Mit dem Spatula kann ich jetzt direkt... Nicht direkt was anfangen, also später schon. Diese Spatula wäre jetzt für meinen zweiten Blade Master wichtig. Damit ich eine 3er Blade Master Combo machen kann. Andererseits ist Darius natürlich ein super geiler Champion. Wir werden gucken, wir werden ihn erstmal auf die Bank schieben. Den guten Darius. Ja, Darius sag ich mal. Den guten Draven natürlich. Erstmal nach hinten schieben. Schieb, schieb. So, und Vayne geht raus. Zweite Vayne. Okay. So, die Frage ist jetzt aber, was wir auch machen könnten. Nee, so können wir nichts machen. Ist okay. So, was wir aber jetzt schon machen könnten, vielleicht sogar sollten, ist die Imperial-Bonus-Kombo raushauen mit Darius und Draven. Also einen frühen Draven jetzt raushauen. Scheiß auf sein Spatula. Aber dass wir einen dicken, dicken Damage-Dealer haben. Wenn wir das machen, er ist halt Imperial Blade Master. Er wäre eine Option auszutauschen gegen Fiora. Weil Fiora nicht so nice ist. Auf der anderen Seite verlege ich dann meinen Nobel-Bonus. Ah, Leute, fangen wir. Andererseits könnte ich upgraden und einen neuen Nobel hinzunehmen. Oh, Leute, Fragen über Fragen gerade. Verliere meinen Nobel-Bonus. Ah, Morde muss raus. Was denke ich denn da noch groß nach? Morde geht raus. Easy peasy. Draven geht rein, damit haben wir unseren Imperial-Bonus. GG, das ist easy.
Das war's schon sozusagen. Was hat sie nochmal? Okay, sie hat einen Blade Master und einen Noble Bonus, genau. A Team Size, okay. Genau. 1, 2, 3, 4, 5. So, und wir hauen noch ein Upgrade raus. Ah, Leute, wir hauen Morde mit raus. Wir lassen ihn draußen. Wir lassen ihn erstmal draußen. So, jetzt bin ich mal gespannt. Der Damage müsste jetzt böse sein. Der Damage müsste jetzt richtig böse sein. Zwar, zwei Assassinen, wir müssen unsere Backline hinten decken. Schön gespielt. Wer ist das? Kubik's Riven? Ah, guck mal. Obwohl wir assassiniert wurden hinten, obwohl unsere Damage-Dealer direkt zwei Assassinen abbekommen haben, geht der Damage unglaublich krass raus. Hey, das ist so heftig. Allein schon diese Imperial-Kombo, die wir jetzt rausgehauen haben. Draven hat die Imperial den Bonus bekommen. Das Ding ist halt, bei Imperial kriegt immer nur einer den Bonus. Entweder in dem Fall jetzt Darius oder Draven. Draven hat ihn bekommen, GG. Das ist halt dann easy peasy. Also, zweite Ash. Alter, uns fehlt noch eine Vane, sehe ich gerade. WTF. Scroll ein bisschen durch, vielleicht haben wir Luck. Leider nicht. Leider nicht. Okay, und ich habe gepennt. Die Wölfe sind da. Hoffentlich kriegen wir das geregelt. Draven wird jetzt früh down gehen, leider. Oder Damage-Stealer. Er überlebt es. Leute, er überlebt es. GG, und damit geht der Damage raus. Keiner ist gestorben. GG. So, und jetzt kommen die Items. Jetzt kommen die Items. Das müssen wir mal kurz überlegen. Also, wir hätten hier ein Rageblade. Rageblade komplett fertig am Start. Wir hätten einen Rageblade. Das Ding ist halt... Eieieiei. Wir müssen Draven jetzt was geben. Oh, schwierig gerade. Kurz überlegen. Eine Minute gerade. Fuck. Macht alles keinen großen Sinn. Also, gib mir mal kurz eine Minute. Ich kann ihm nichts geben. Ich brauche, Dingens, wir brauchen hier die Muschel da. Wir brauchen die Muschel, ansonsten ist die Kombo nicht gut bei Draven. Wir müssen noch warten. In zwei Runden ist Karussell. Bis dahin müssen wir die Items tatsächlich aufheben. Oder wir geben jemand anders Rageblade. Aber Draven ist am besten für das Rageblade, Leute. Ich kann niemand anders Rageblade geben. Vayne, Varus, alles nice to have, ja? Aber Draven haut den Damage raus. Wir müssen Rageblade aufheben für Draven. Das ist halt mein Primär-Kombo hier gerade mit Draven und Darius. Wir heben auf. Wir heben auf. Wir warten. Zwei Runden noch. Zwei Runden. Wie geht's euch eigentlich? Friesen ist auf Platz 1. GG Friesen. Schön, Friesen gut dabei hier. Joghurtsuppe auf 4. GG. Zulu auf 5. GG. Und dahinter ist Dave. GG. Alle noch am Start. Alle noch gut dabei. Schön. Schön. GG. Alle noch gut am Start, Leute. Freut mich. Freut mich. Morde geht raus. Okay, ich überlege, ob wir eine Rotation machen. Nee, spannend. So, also ich darf nicht vergessen, was wir brauchen. Wir brauchen, weil das habe ich gesagt. Wir brauchen, wir brauchen, hier, die Muschel. Wir brauchen die Muschel. Und danach können wir Rageblade auf Draven hauen. Muschel und Rageblade. Ganz easy. Keiner nimmt die Muschel. Muschel ist das unbeliebteste Item in diesem Spiel. Wenn mir jetzt jemand die Muschel wegnimmt, ne? Rage Quit. Dann ist vorbei. Da, kein Bock mehr dann. Wenn ich raus hier. Wenn mir das jetzt jemand wegnimmt, dann hätte ich nicht sagen dürfen. Hätte ich nicht sagen dürfen. Jetzt nehmen mir die ganzen Leute die Muschel weg. Leute, nimmt mir nicht die Muschel weg, bitte. Mach keinen Scheiß jetzt. Nimmt mir nicht die Muschel weg. Also erst nächste Runde. Nimmt mir nicht die Muschel weg. Die wissen gar nicht, was ich meine mit Muschel wahrscheinlich. Nehmt mir nicht die Muschel weg. Nächste Runde erst, nächste Runde. Eine Kampfrunde haben wir noch. Eine Ash. Kindred ist am Start. Nice. Kindred ist am Start. Wir sparen komplett. Wir sparen komplett. Und zwei Upgrades. Wir sparen. So, nächste Runde. Itemrunde. Dann brauche ich die Muschel. Ach, fuck, wieso nimmt ihr die falschen Held-Items? Moin, Reudensplasher, moin. Sorry, ich bin so vertieft in dem Game hier, moin. Wie geht's dir, Reudensplasher? Wenn ihr mitmachen möchtet, Ausrufezeichen Play. Könnt ihr gerne mit reinkommen, Ausrufezeichen Play einfach in den Chat. Hab's auch abgeschickt. Red, hast du abgeschickt?
Blockbro, Yassin, moin Yassin, Grüße. Vielen Dank für deinen Lock, Yassin. Grüße gehen raus. Vielen lieben Dank. Moinsen und Inimical am Start. Moin Inimical, Grüße. Joachim DFZ, auf jeden Fall Inimical. Seit Dienstag, seit dem ersten Tag schon Inimical. Bin ich auf diese Sucht. Konzentration ist, braucht die Muschel. Inimical, seit dem ersten Tag schon. Ausrufezeichen vielleicht zu mitmachen. Ausrufezeichen TFT, wenn du auf unsere TFT-Seite kommen willst. Und es ist keine Muschel. Doch, es ist eine Muschel da. Aber auf einen guten Champion. Jetzt kann ich ja das Pech haben, dass jemand Aurelion Sol wegnimmt. Und ich dadurch meine Muschel verliere. Und ich komme spät raus. Ich bin der Zweiter, ne? Ich krieg die Muschel nicht. Ja, Joghurt nimmt die Muschel. Joghurt nimmt die Muschel. Okay, Leute, was machen wir? Also, ich hätte eine Möglichkeit. Nein! Nein! Zu langsam. Also, ich muss jetzt ein Item raushauen. Okay. Mega schwer jetzt, mega schwer. Ich muss was raushauen. Es ist halt jetzt Verschwendung irgendwo, aber ich muss was raushauen. Hauen wir die Tränen raus für Demon. So, und jetzt Rage Blade auf ihn drauf. Okay. Wir haben Draven jetzt zum Demon gemacht, notgedrungen. Das Witzige ist, dass ich dadurch sogar eine Demon-Kombo kriege. Wir haben jetzt zwei Demons, unbeabsichtigt. 30% Mana-Burn ist eigentlich sehr geil. Aber unbeabsichtigt. Ich musste was raushauen und Demon war das, was ich am ehesten verschmerzen konnte, für das Butler zu opfern. Also, Demon. So, der Damage ist jetzt krasser. Jogezuppe, unser Gegner, ihr seht. Jogezuppe, gut gespielt. Er ist noch sehr weit oben im Ranking. Aber das ist jetzt natürlich. Rageblade auf Draven ist jetzt natürlich richtig böse, ne? Das ist jetzt natürlich Tod und Teufel. Das ist richtig krass. So. Kindred. So, wir hauen ein Upgrade raus. Kindred geht raus. Ich hoffe, dass ich Kindred früh upgraden kann. Und einen Champion verkaufen. Ich überlege, ob ich sogar Fiora komplett verkaufe, weil Fiora ist normal late nicht so schön. Andererseits können wir Garen verkaufen hier. Nee, Garen. Garen wird's. Ja. Eine Vayne noch und wir haben Vayne auf 3. Auch sehr, sehr geil. So, ein Kindred ist aber viel wichtiger. So, und das nächste, was ich bräuchte, ist jetzt wieder mal, wie in der Runde davor, brauchte ich ja unseren Bonus für Kindred, für das ganze Team. In dem Fall ist es jetzt aber nicht das Schwert, sondern der Lebensgürtel. Oh, guck dir die Tresi an hier. Oh mein Gott, die macht uns fertig. Richtig close. Cubics Riven. Close, GG. So, ich brauche jetzt einen Lebensgürtel. Mit der Combo kriegen wir nochmal Angriffsgeschwindigkeit aufs komplette Team. Ah, das ist, ja, jetzt, eventuell kriegen wir es jetzt mit etwas Glück. Geil, geil. Wir können jetzt auf 6er Nobles gehen. Aber ganz ehrlich, also 6er Nobles ist eine der stärksten Kombos im Spiel, ne? Wenn nicht die stärkste Combo im Spiel. Aber habe jetzt keinen Nerv dafür. Keinen Nerven dafür jetzt. Das ist der einzige Grund, warum ich das jetzt nicht mache. Ich habe keinen Nerven dafür. Im Stream. Wenn ich jetzt auf Stream würde ich es wahrscheinlich machen. Weil sonst die Leute, ich habe so schon Probleme, den Chat mitzukriegen bei diesem Spiel hier gerade. Wenn du frisch bist bei dem Game, du musst dich auf das Game konzentrieren. Und jetzt noch auf mich auf 6er Noble zu konzentrieren. Alles nochmal ummodeln. Alles nochmal komplett von vorne. Hätte ich eigentlich machen müssen. Hätte ich eigentlich machen müssen. Aber nee, Leute, das bringt mich jetzt komplett raus, wenn ich das mache. Schade. Kein Gürtel. Wir haben noch eine Chance. Komm, gib mir einen Gürtel. Nein, eine Träne. Und eine zweite Spatula. Spatula Bogen gibt uns einen Blade Master. Brauchen wir unbedingt für die Blade Master Combo. Wir brauchen die Blade Master Combo. Also Schild brauchen wir unbedingt. Und da geht die Vayne raus. Vayne Stufe 3. GG. Oh, Vayne auf Stufe 3. Triple. Nice, Mann. Oh, yeah. Nice. Schön. So. Jetzt würde ich Draven eine Heilung geben. Und zwar. Mal kurz gucken. Mit der. Träne, Ginsus, Rageblade würde ich ihm geben. Schwert, genau. Hextech meine ich, Hextech Unblade, sorry. So, damit ist Draven jetzt die komplette kranke Killermaschine. Rageblade hat er drauf. Ich muss die Pussy tauschen, er darf nicht angegriffen werden.
die nächste Runde Posi tauschen, merken, damit wir gegen Assassinen gedeckt sind, weil Draven darf jetzt nichts passieren. Draven darf jetzt nichts passieren. Er ist jetzt der Carry, hoch 20. Imperial-Bonus hat er, seinen Item-Boni hat er und er bekommt gleich einen Blademaster-Bonus von mir, sobald ich einen Bogen habe. Kriegt er noch einen Blademaster-Bonus. Weil ich den Bogen kombinieren kann mit dem Spatula und diese Combo irgendeinen Champion geben kann und damit kriegen wir einen Blademaster kostenlos dazu. Und damit haben wir drei Blademaster und damit haben wir den Blademaster-Bonus. Und der Bonus ist mega geil, weil 45% Chance, einen extra Strike zu machen, einen extra Schuss. Das heißt, Draven schießt da nicht einmal, sondern zweimal. Doppelter Schaden. Chichi. Mega overpowered. Das heißt, ich bräuchte jetzt als nächstes tatsächlich den Bogen. Das wäre das Wichtigste. Frozen Heart hauen wir wieder raus. Und zwar auf Garen diesmal wieder. Frozen Heart. Vorne rein. Mega geil. Perfekt, das ist perfekt. Und Draven haben wir hier. GG. Okay. Komm, hol mir den Mordemann rein. Vielleicht können wir ein bisschen upgraden. Vielleicht auch nicht. Mord ist jetzt nicht wichtig, genauso wie Fiora. Aber wenn man ihn kriegt, warum nicht? Kindred wäre jetzt super wichtig. Ein Draven wäre jetzt super wichtig. Das sind die wichtigen. Und mein Bogen. Die drei Sachen. Ultra wichtig. So, und ihr seht, Brave Dave jetzt unser Gegner. Wir sehen gut aus. Wir sehen gut aus. Da, der kommt die Gnar-Kombo. Oh mein Gott, wir sahen gut aus. Wir sahen gut aus. Und wir sehen wieder gut aus. Und wir sahen gut aus. Oh mein Gott, seine Tristana. GG, Dave. GG, schön gespielt. Holy shit, Mann. Die Trisi von ihm geht komplett. Dreht komplett. Und Kindred. Kindred 3. GG. Aber seine Tristana geht komplett gar nicht klar. Die kommt auf gar nichts mehr klar gerade. Habt ihr das gesehen gerade? Die Trisi von Brave Dave ist komplett durchgedreht. Die ist nicht mehr aufzuhalten. Die ist komplett jenseits von allem. Die ist wirklich krass. GG. So, jetzt muss ich überlegen, wir hauen einen Darius raus. Damit wir wieder auf 50 Gold kommen, um unseren Gesamtbonus zu kriegen. Okay. So, also, das Wichtige ist jetzt wirklich, den Bogen jetzt. Nächste Runde, Leute. Bogen. Problem ist, ich bin Zweitplatzierter. Ich komme also sehr spät dran mit dem Bogen. Ich sehe dich schon wieder. Es ist schon wieder so eine, Schwitzerrunde jetzt. Dritte Schwitzerrunde jetzt schon wieder. Ich brauche den Bogen. Ich brauche den Bogen für meinen Blade-Bonus. Ich brauche meinen Bogen. Jetzt. Ohne Bogen jetzt bin ich lost. Kriege ich keinen Blade-Master-Bonus. Aber die geben mir den Bonus nicht. Ich sehe das schon. Die geben mir das nicht. Jeder will den Bogen. Einen Bogen nur. Ach, vergiss es. Andererseits, wer hat den Bogen? Ja, Dave lohnt sich direkt den Bogen. GG. Hätte Dave das nicht gemacht, hätte das jemand anderes gemacht. Der Bogen ist klar. Schade. Spatula nimmt sich, doch Joghurt holt sich Spatula, okay. Ja, was holen wir uns denn da? Eine gute Frage, ne? Ich würde fast schon sagen, wir holen uns das Schwert. Ja. Wir hätten uns auch Keil holen können. Wir hätten uns auch Keil holen können. Scheißegal. Das spielt eigentlich mal gar keine Rolle gerade. Ich überlege, ob wir das Varus geben. Ja, wir geben es Varus. Schwert und Trainer. Gibt Spear of Soji ein sehr, sehr geiles Item. Nachdem die Ulti jetzt erstmal ausgelöst wurde, bekommt er 20% mehr Mana für jeden Schuss. Was bei einem Autotech-Damage-Dealer natürlich super geil ist. Bisschen Angriffsgeschwindigkeit nachher noch. Und das wäre GG. Das würde auch bedeuten, wenn wir den Bogen kriegen und ihn kombinieren mit der Spatula, ist Varus unser erster Mann, der das kriegt. Gar keine Frage, ne? Also Varus müsste die Blademaster Spatula Bogenkombo kriegen. Gar keine Frage. So, das war Friesen. Friesen. Schade, Friesen. Sorry, ich hab dich rausgehauen damit. Friesen ist leider raus. Friesen, GG, aber GG. GG. Und wir scrollen durch. Ich hab viel zu viel Gold, Leute. Viel zu viel Gold. Ash kurz vor 3. Ash kurz vor 3. Mm-hmm.
Draven. Draven ist da, Leute. Nächste Runde Draven auf 2. GG. Wer ist das Joghurtsuppe jetzt? Joghurtsuppe. Good luck. Joghurtsuppe. Sollten wir eigentlich haben. Das sollten wir eigentlich haben. So wichtig ist jetzt der Bogen. Und ein paar Upgrades. Schöner Graves von ihm. Graves ist leider nicht so stark in der Meta momentan. Graves nicht so stark. Am Anfang der Piratenbonus ist overpowered. Aber so ab Midgame, Late Game spätestens, ist die Piratenkombo halt leider nicht mehr so stark. Also Pike lohnt sich sicher, aber der Rest ist da nicht mehr so extremely am Start. Okay, die Jungs und Mädels hier gehen raus. Was machen wir denn jetzt? Die Azur. Nee. Und die Ashe kommt raus. Ah nee, lol. Ach so, lol, lol, lol. Ich dachte gerade, wir hätten Ashe auf 3. Nee, nee. Ashe ist noch gar nicht auf dem Feld. Wir kriegen Ashe Ranger Bonus 3, wenn wir upgraden. Es ist, wir führen mit recht sicherem Abstand. Wir müssen das nicht machen. Wenn es jetzt knapp wäre, würde ich jetzt upgraden auf Stufe 8 und Ashe rausholen, hätten wir Ranger Bonus 4. Wir haben also einen Joker sozusagen in der Hinterhand. Wenn jetzt alles schief geht, können wir einen Joker raushauen. Tommy, moin Tommy, grüß dich raus. Greetings. Und da ist noch ein weiterer Draven. Draven geht raus. Sollen wir es machen? Komm, wir pressen das Geld jetzt raus, scheiß drauf. Wir pressen das Geld raus und hauen die Ashe hier hinten rein. Ich würde sie sogar, weil wir, also gegen wen spielen noch? Kubix und Brave Dave. Die haben, Brave Dave hat den Gnar. Machen wir das Loch zu und stecken die Ashe hinten rein. Wir stopfen das Loch, kriegen gleichzeitig unseren Vierer-Bonus für den Ranger. Das ist super geil. Also die Konstellation ist gut. Das Einzige, was wir jetzt noch brauchen, ist wirklich der Bogen. Dann haben wir den Blade Master-Bonus. Ansonsten müssen wir uns eigentlich um nichts mehr kümmern jetzt. Lass uns jetzt den Damage mal angucken. So, Brave Dave. Kubix, mit der Elementar-Kombo. Guck mal, wie Butter. Wie Butter schnetzen wir da durch. Wie Butter. Ich bin auf Brave Dave seinen Gnar gespannt, weil der ist jetzt noch eine Hausmarke. Kindred. Ja, wir können jetzt ganz gemütlich ableveln. Im Endeffekt haben wir jetzt nicht so viel zu verlieren. Nochmal zwei Garants. Das würde bedeuten, dass er hier rausgeht. Kindred. Ein Varus. Kyle, geil. Für 6er Nobles. Sejani. Ja, das ist halt ein weiterer Draven. Bringt mir jetzt nichts. Zwei Ashes. Zwei Ashes. Und ein Draven. Wir müssen das nehmen. Varus blickt leider raus. Darius geht raus. Draven. Ashe. Und wir müssen blocken. Oh mein Gott, war das knapp. Wir hätten fast... Ich habe mich aufgepasst. Was passiert in der Runde? Ich habe geschlafen. Wer hat gerade gewonnen? Winstreak? Haben wir die Winstreak noch? Okay, wir haben die Runde gewonnen. Ich habe gepennt gerade, weil es hier so kompliziert war mit der Ashe. Eine Ashe noch. Wir haben Ashe auf 3. Okay. Pass. Noch einmal durch. Und da ist die Ashe auf 3. Und dann geht die Ashe auf 3. Okay. Also das Einzige, was jetzt noch fehlt, das kriegen wir nächste Runde eventuell, ist der Bogen. Also nächste Runde Bogen. Nächste Runde Bogen, damit kriegen wir unseren Blade Master Bonus. Ansonsten haben wir Ashe auf 3. Das sieht alles sehr, sehr gut aus hier. Ja, Bogen. Da hätten wir die dritte Runde in Folge gewonnen. WTF, Mann. Da wären die dritte Runde in Folge gewonnen. Holy Schnitzel. Das wäre richtig krass. Da hätte ich in 30 Leben nicht mitgerechnet. Jetzt ohne Witz. Wenn wir das jetzt schaffen, diesen Sieg, dann gönnen wir uns ein Ei. Wenn wir den Sieg holen, hauen wir ein Ei raus. Definitiv. Und da kommt Dave zurück nochmal und macht mich komplett fertig. Kurz vor Sieg. Holy shit. Dave, GG. Ich brauche jetzt den Bogen, Leute. Ich brauche jetzt den Bogen. Und das Schlimmste ist, Dave weiß, ich brauche den Bogen. Wie viele Bögen gibt's? Es gibt keinen Bogen. Es gibt einfach mal keinen fucking Bogen. Es gibt keinen Bogen. Es gibt keinen Bogen, Leute. Ich habe so viel Pech beim Karussell, ne?
Das ist einfach unglaublich. Es ist unfassbar unglaublich. Ich krieg keinen Bogen. Unfassbar. Unfassbar. Wir machen jetzt Folgendes. Nee, kann ich auch nicht machen. Ich brauch den Bogen. Blockieren für Kindred. Blockieren für Kindred. Ach, sorry, Leute, ich bin echt im Chat, hänge ich komplett hinterher. So, erstmal nachlesen hier. Was geht ab? Erstmal. Im nächsten Solo erstmal guten Hunger nochmal nachträglich. Guten Hunger. Und Dave, oh mein Gott, Leute, Dave hat die gleiche Combo. Er macht mich gerade fertig mit der gleichen Combo. Oh nein, Dave, GG. Oh mein Gott, Leute, das wird richtig knapp. Das wird richtig knapp. Leute, wenn wir das verlieren, kein Ei. Kein Ei. Und wer ist der letzte Kindred? Wer ist der letzte Kindred? Varus? Warte mal, was kostet er? Ja. Kindred 3. Kindred auf 3. Okay, bringt uns ein bisschen was. Pass auf, wir machen es so. Wir hauen jetzt die Fioro auf die linke Flanke zum Decken. Irgendwelche Tipps, irgendwelche Ideen? Dave Rasit, Eiskalt, der Gabbaster, ne? Also das ist richtig krass, da macht er richtig fertig. Leute, kein Ei. Kein Ei. Das ist halt die gleiche Combo oben, die ist richtig böse gerade. Aber jetzt vielleicht, komm mal, nur die eine Option. Der Voli ist es. Der Voli haut den Thermis raus. Aber das könnte jetzt nochmal gereicht haben. Kommt, Jungs. Haut sie weg. Ja. GG. Nein. Ja. Ja. Oh mein Gott, Leute, ist das knapp. Oh mein Gott, ist das knapp. So, jetzt den Bogen. Wenn wir jetzt den Bogen kriegen, haben wir es. Dann kriegen wir nämlich einen Blackmaster-Bonus. Wenn wir jetzt den Bogen kriegen. Und Garen 3. Aber ist alles nicht so wichtig. Garen 3, 2, 1, Pipapo. Spielt keine Rolle. Wir brauchen einen Bogen jetzt. Das ist das A und O. Mit dem Blademaster-Bonus carried unser Draven. Das ist das A und O jetzt. Blademaster, mach nochmal den entscheidenden Unterschied jetzt. Wir brauchen einen Bogen. Können dann mit der Spatula jemanden zum Blademaster upgraden. Let's go. Gib mir einen Bogen. Er muss mir einen Bogen geben. Tommy hier, no, da steht, Sub ist rausgegangen. Vielen lieben Dank. Der Alert kam gar nicht. Tommy, vielen, vielen lieben Dank. An dieser Stelle. 8 Monate, Tommy. Vielen, vielen lieben Dank. Tote geht raus. Tote geht raus, Tommy. Und wir kriegen keinen Bogen. Morello Nomicon. Auf wen hauen wir das drauf? Ja, ganz klar, auf Garen. Wir hauen das auf Garen drauf, weil er mit seinem Rundumschlag magischen Schaden macht. Und der magische Schaden wird verstärkt dann durch mal runterkommen. So ist die Theorie zumindest. Berichtigt mich, wenn das falsch ist, was ich gerade gesagt habe. Das ist meine Theorie. Deswegen bekommt Garen das Morellonomicon. Hättet ihr das auch so gemacht? Oder hättet ihr jetzt gesagt, Erik, größter Schwachsinn 2019? Das ist eine Theorie. Oder? Was meint ihr? Garen mit Morellonomicon. Weil er den Rundumschlagen macht. Ist der Beste, den ich das geben kann, oder? Was meint ihr? Wer ist Draven? Draven ist er hier. Der ist der Damage-Dealer. Und er braucht nochmal einen zusätzlichen Bonus durch den Blademaster. So, jetzt geht der Damage raus. Come on. Gnar muss down gehen. Oh mein Gott, diese Glacial-Gnar-Kombo. Gnar ist down, Gott sei Dank. Die Glacial-Kombo mit Gnar. Reden wir richtig stark. Aber das war's. Oh. Leute, ich kann nicht mehr. Das Spiel ist so krass. Wir haben jetzt eine 3er-Siegesserie. Das ist so krass. Ich bin fix und fertig, Leute. Ich mache jetzt Stream aus. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ich bin fertig.